Ja, bereits zum 55. Mal geht sie über die Bühne, die große Krone Fußballerwahl. Ja, und wer Österreichs Fußballer, Fußballerin oder Trainer des Jahres wird, das bleibt weiter spannend. Die Stimmen sind schon abgegeben, da wird jetzt fleißig gezählt und die große Auflösung gibt es dann Ende März. Ja, und bei so einer wichtigen, kann man sagen, traditionsreichen Wahl wie der Krone Fußballerwahl sind natürlich auch wichtige und treue Partner und Sponsoren wichtig. Deshalb begrüße ich Philipp Newald, den Geschäftsführer von Tipp3 bei uns im Studio. Schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Zeit. Ich habe schon angesprochen, es ist die heiße Phase bei der Krone Fußballerwahl und Partner wie Tipp3, langer, treuer Partner. Warum diese Unterstützung für dieses Projekt? Naja, erstens sind wir echte Sport- und Fußballliebhaber und gerade solche Dinge wie die Krone Fußballerwahl ist so eine Konstante. Es ist so viel im Umbruch und zur Veränderung und wenn man so spürt, die Leidenschaft auch der Sportredaktion von der Krone und auch der treuen Leser und Leserinnen, da wollen wir einfach dabei sein, wollen wir was zurückgeben, wollen unterstützen. Und gerade in der Zeit, wo der Fußball wieder anfängt, was für uns die wichtigste Sportart ist, ist einfach diese Aufmerksamkeit zu unserer Marke und zum Thema Fußball sehr relevant für uns. Ich finde, das ist eine sehr schöne Verbindung. Der Slogan von Tipp3, hier tippt Österreich, 8 Millionen Teamchefs. Genau. Genauso diese Einbindung des Österreichers, der Österreicherin, genauso wie bei der Krone Fußballerwahl, kann man sagen. Da wird wirklich die Leserinnen, die Leser der Kronenzeitung werden eingebunden. Die können wirklich ihre Favoriten wählen. Man hat das Gefühl, das ist eine tolle Verbindung zwischen Tipp3 und der Kronenzeitung. Ja, das ist es absolut und wie gesagt, wir brennen wirklich für dieses Thema und bei uns ist wirklich so, dass 73% unserer Kundinnen und Kunden kommen über das Sportereignis zur Wette. Also Wetten ist ein Riesenthema und jeder geht aus unterschiedlichsten Gründen zu einer Wette. Und bei uns ist es so, dass das Sportereignis der Treiber ist, eine Wette zu platzieren. Das heißt Olympische Spiele, Fußball, Formel 1, was auch immer, Skisport. Und das löst sozusagen bei den Kunden aus und sie wollen ihr Expertenwissen einbringen und wetten im Durchschnitt so 10 bis 15 Euro. Und deswegen auch dieses hier tippt Österreich, diese starke Verbundenheit auch, die Wertschöpfung von uns bleibt im Land und ein treuer Partner sozusagen ist auch die Kronenzeitung. Eine schöne Verbindung, finde ich. Man sagt ja immer, in Österreich redet gefühlt jeder über Fußball. Genau. Jeder ist so ein selbsternannter Experte und hat immer das Gefühl, er kann es eigentlich besser als zum Beispiel die Kicker oder der Trainer, der gerade im Match ist. Das hilft, denke ich, auch beim Wetten, weil man dann einfach sagt, so, ich weiß genau, wie dieses Match ausgeht, oder? Das war der Grund, warum man die 8 Millionen Teamchefs sozusagen, werde zum Teamchef. Das sind die berühmten 8 Millionen Teamchefs, die sich auskennen. Das war der Teil der Werbestrategie damals auch mit dem Marcel Koller hat das begonnen und jetzt geht es rüber zum Franco Foda. Und diese Verbundenheit Nationalteam, Teamchef, Expertinnenwissen und noch immer 3000 Trafikantinnen und Trafikanten nehmen in Österreich die Wetten entgegen. Man darf das nicht unterschätzen. Das ist natürlich ein Zweig, der jetzt nicht jeden Tag zunimmt sozusagen. Und das Wetten geht immer mehr natürlich Richtung Mobiltelefon. Aber dieser interaktive Austausch an der Pudel beim Trafikanten übers Kicken, Lästern oder sich freuen, das macht schon Freude. Und es ist immer so, dass wenn der Kunde gewonnen hat, eine Wette, war es er. Und wenn eine Wette nicht gewonnen hat, waren es die Trotteln, die schlecht gespielt haben. Und das ist sozusagen auch das Lustige dran. Und so gerade 10 bis 15 Euro sollten auch kein lebensverändernder Umstand sein, sondern nur so Zusatzspannung. Das war so ein bisschen meine nächste Frage. Online passiert irrsinnig viel. Also man macht die meisten Dinge, ist es das Einkaufen, ist es Wetten platzieren, oft online schon, viele, vor allem Jugendliche. Aber die Trafikanten offenbar haben da noch immer eine sehr große Rolle. Erleben Sie das in der Praxis? Wird da mit der Trafikantin, mit dem Trafikanten diskutiert? Wie geht das Spiel aus? Was erzählen die so? Ja, enorm. Nein, das ist ganz enorm. Also es war zum Beispiel, jetzt ist Schießsport ist zum Beispiel ein starkes Thema im Westen. Auch gerade Olympische Spiele waren jetzt sehr stark in Westösterreich. Ist einfach spürbar. Oder zum Beispiel, wenn der Matthias Mayer gewinnt, das ist dann wieder in Kärnten ein Riesenthema. Es geht immer mehr in Richtung Wetten. Eine Korrektur muss ich anbringen, sozusagen Jugendliche wetten, das geht gar nicht sozusagen. Es ist also wirklich ein Thema ab 18. Wir schauen auch wirklich, dass wir junge Menschen erst ab 20 ansprechen. Und ja, und die Trafikanten sind jetzt, das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, nicht Feinde vom Mobiltelefon, sondern sie sagen, okay, manche wetten in der Trafik, manche mobil, live wetten dann wieder Mobiltelefon. Und das ist eine gute Symbiose. Und wir versuchen da die Trafikanten auch auf diese neue Zeitrechnung mitzunehmen. Wenn man jetzt die Verbindung wieder zur Krone Fußballerwahl macht, wie wirkt sich denn das für Tipp3 so ein bisschen marketingtechnisch aus? Also merkt man, wenn diese Krone Fußballerwahl ist, wenn Tipp3 auch natürlich in den Zeitungen online in diesem Zusammenhang präsent ist, spürt man das in den Zahlen?
Ja, also man spürt jetzt nicht direkt, wenn irgendwo ein Placement eines Logos ist, sofort im Umsatz, aber man spürt nach dem, ich sage mal, ein bisschen Winterschlaf, der gerade im Fußball stattfindet, wenn dann so Mitte Jänner, Februar, wenn die Krone Fußballwelt stark wird, das ist einfach das Thema. Wir kriegen auch ganz viele Zuschriften, die ich dann auch teilweise weiterleite zum Thema Krone Fußballerwahl zu uns, weil man glaubt, wir veranstalten das irgendwo mit und wo man sagt, na, könnt ihr den nicht pushen oder den oder was ist mit dem Trainer? Und jetzt zum Beispiel ein Riesenthema ist der Volkslauf vom Ralf Hasenhüttl. Also ich habe das scheinbar auch wegen einem Zeitungsinterview einmal gesagt, dass wir den Ralf Hasenhüttl auch irgendwie cool finden. Und wahnsinnig viele Menschen haben uns geschrieben, ja, das gehört stärker gepusht und promotet, weil was der in der Premier League aufführt, ist schon aller Ehren wert. Auf jeden Fall. Auch kein Geheimnis ist Ihre grün-weiße Verbindung, ja, die vor allem in den letzten Jahren sehr stark war. Sie waren Teil des Rapid-Präsidiums, haben dann im letzten Juli Ihr Ehrenamt zurückgelegt aufgrund der gestiegenen joblichen Zeitintensivität, ja, kann man sagen. Also da war ja vor allem die letzten 2 Jahre richtig viel los aufgrund der Corona-Krise. Sie waren da ganz wichtig für Rapid. Wie schwer ist Ihnen dieser Schritt gefallen? Ja, extrem schwer. Also ich war Mitarbeiter bei Rapid, durfte dann Sponsorvertreter sein, war im Kuratorium, habe das Rapideum mit aufgebaut, also ich bin schon sehr verbunden mit Hütteldorf. Dann Präsidium, dann kam Covid, dann konnte ich, glaube ich, in der ganzen finanziellen Zeit guten Beitrag leisten, Rapid vernünftig stabil drüber zu bringen, natürlich gemeinsam mit der Geschäftsführung, dem restlichen Präsidium. Und dann war es so, dass bei uns in der Firma es einfach geheißen hat, von 2 Geschäftsführern auf einem, das war dann ich sozusagen. Und neben 3 Geschoppen, die auch zeitfordernd sind, sozusagen mit der Arbeit im Gemeinsamen, habe ich gesagt, das war der richtige Zeitpunkt, das in gute Hände zu übergeben. Bin aber dem Rapid-Verein noch immer sehr verbunden und fieber auch stark mit. Und gestern gerade ein spannender Tag gewesen mit einem spannenden Spiel und taugt noch sehr, was der Ferdl Feldhofer da jetzt, wie der auftritt und wie der agiert. Genau, wie Sie das letzte Mal bei der Krone Fußballerwahl im Vorfeld zu Gast waren. Da war noch Didi Kübauer Trainer. Da haben Sie natürlich, mussten Sie ein bisschen parteiisch sein, aber Ihr Tipp war dann auch nicht so schlecht, wie wir am Ende gesehen haben. Also hervorragend. Weil wir gleich bei den Trainern bleiben. Wen haben Sie denn heuer ganz oben auf der Liste? Naja, es ist schon, also der Hasenhüttl ist absolut, die Trainer, die in Deutschland engagiert sind, sind im Moment einfach jetzt nicht, das ist auch faszinierend, was der Hütter zum Beispiel in Deutschland schon auf die Beine gestellt hat, nur haben wir im Moment nicht so einen Lauf. In Österreich jetzt, ja, der Matthias Jäßle von Red Bull Salzburg, finde ich, macht einen sehr coolen Job. Das muss man erst einmal so hinbekommen, so stetig so eine Mannschaft immer so einzustellen. Das Spiel gegen Bayern war ein absoluter Höhepunkt für den österreichischen Fußball. Also für alle, die das gesehen haben, glaube ich, das war schon richtig lässig, ja. Und wenn wir gleich bei diesem Spiel dann bleiben, da waren ja auch erstmals wirklich viele Fans im Stadion. Also da war eine Stimmung, da haben, glaube ich, sogar die deutschen Kollegen im Fernsehen wirklich geschwärmt, die ja aus vergangenen Zeiten, sag ich jetzt mal, wenn Corona gerade nicht ist, viel mehr gewohnt sind als wir Österreicher sozusagen von der Fananzahl. 30.000 waren es dann bei Salzburg gegen Bayern, aber auch Rapid hat gegen Vitesse wirklich viele Fans wieder im Stadion gehabt, hat Torschütze Marco Krühl, glaube ich, im Nachhinein gesagt, das hat ihn noch einmal so richtig gepusht, dass sie da wirklich dieses Ergebnis nach Hause mitnehmen im eigenen Stadion. Die Fans, merkt man das als Wettanbieter, wenn ein Geisterspiel ist oder wenn die Fans im Stadion wieder sind? Spürt man da einen Unterschied oder macht das eigentlich für Tipp 3 jetzt wenig aus? Naja, es macht schon einen Unterschied aus. Also es ist vom Wettaufkommen ist nicht der Unterschied so gravierend, aber es ist sozusagen der Impact, die Interaktion, auch was wir sozusagen an Zusendungen und an Posts und so weiter bekommen, da merkt man schon, ob die Leute dabei sind. Und gerade bei Rapid ist es zum Beispiel ein großes Thema, dass wir uns alle, die sozusagen der Verein am Herzen liegt, auch wieder gemeinsam arbeiten müssen, alle Fans zu reaktivieren. So ein Stadionbesuch ist ein bisschen so aus der normalen Wochenendplanung jetzt rausgefallen. Es verändert sich, der Mensch ist extrem anpassungsfähig. Muss man echt gut überlegen, wie man da die Leute wieder zurückbekommt. Viele Unsicherheiten schweben noch herum, aber ich gehe davon aus, dass wenn jetzt der starke Fußballmonat März kommt mit WM-Quali und alles, was dazu kommt, dass die Stadien wieder voll sind, weil die Leute sind hungrig. Und die Stimmung in Salzburg, ich war selber dort, das war wirklich atemberaubend. Also das war wirklich faszinierend, was da abgegangen ist in Salzburg, in der Stimmung, in dieser positiven Energie in dem Stadion, war richtig cool.
man hat das Gefühl, der österreichische Fußball ist gerade auf einer Höhe. Man wird auch international wirklich, also mit den Großen in einer Reihe genannt. Also auch Salzburg ist da wirklich angekommen. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung des österreichischen Fußballs? Ja, es macht mir eine Riesenfreude. Ich verfolge es jetzt seit gut 20 Jahren sozusagen wirklich ganz aktiv in unterschiedlichsten Funktionen. Und das hat sich der österreichische Fußball wirklich verdient. Er wird oft unter seinem Wert auch medial geschlagen. Da wird wirklich gut gearbeitet. Und ich bin so ein Freund, dass alle irgendwo an einem Strang ziehen, dass alle, die im österreichischen Fußball engagiert sind, miteinander so gewisse Strategien entwickeln. Das war vielleicht die letzten Jahre war es ein bisschen so ein bisschen ein Gegeneinander und man muss das irgendwo verstehen in der sich veränderten Freizeitindustrie, dass einfach der Mitbewerber nicht der andere Fußballverein ist, sondern das ist ein Miteinander. Natürlich gibt es eine Rivalität, aber das gemeinsame Auftreten, weil sonst kippen die Jugendlichen einfach aus dem Fußball raus, vom Sport raus. Und das ist ein Riesenthema, wo wir uns auch sehr stark engagieren bei dem Thema, junge Menschen sozusagen zur Bewegung zu bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann bleiben wir gleich bei dem Thema, wenn Sie das schon ansprechen, bevor ich Sie nach Ihrem persönlichen Fußball-Highlight des letzten Jahres frage. Jetzt hatten wir Olympia. Wir hatten ein ganz tolles Sportjahr eigentlich letztes Jahr. So viele österreichischen Athleten und Athletinnen, die da ganz vorne mit dabei sind. Da sehen natürlich die jungen Leute, die im Fernsehen sagen, so will ich auch werden. Wir haben ein bisschen ein Bewegungsproblem in Österreich gehabt in den vergangenen Jahren. Wie will man dem entgegenwirken? Ich glaube, Sie setzen sich da sehr dafür ein. Ja, na total. Wir haben nämlich nicht nur ein bisschen ein Bewegungsproblem, das ist massiv. Also es war schon vor Covid extrem und durch Covid einfach. Man liest ja auch die ganzen Studien, wie junge Menschen einfach wirklich in ihrer ganzen Psyche gefangen und zu Hause sind. Und diese Kasteln und Mobiltelefone und alles, was dazugehört, sind natürlich ein Teufelszeug. Und jetzt muss man echt gut überlegen, wie kann man, schöner Ausdruck aus dem Sport, mit der Kraft des Gegners spielen. Der Gegner ist in dem Fall die digitale Kommunikation und wie kann man das nutzen. Wir haben hier eine Stiftung aufgesetzt, die heißt Motion for Kids, die sich sehr stark damit entwickelt, Projekte zu finden, zu identifizieren, finanziell zu unterstützen, die genau das eine mit dem anderen verbinden. Also mein Lieblingsbeispiel sind zum Beispiel immer Sensoren, die man in Turnschuhen einbaut, wo man sofort auf den Trampolinen messen kann, wie die Backflips ausschauen, wie das ausschaut, das wird aufs Handy übertragen. Die jungen Menschen können das untereinander teilen. Das heißt, man muss die Dinge tempelhupfen mit Laser und nicht mit Kreide. Das heißt, man muss die Dinge nicht neu erfinden, sondern nur in die heutige Zeitrechnung überführen. Und mein großer Appell an alle Beteiligten auch da, jetzt handeln. Jetzt haben wir einen Rückenwind auch in der Politik. Jetzt kriegen wir die Dinge auf die Straße. Ob es der tägliche Bewegungsimpuls in der Schule ist, es muss nicht die tägliche Turnstunde sein, aber der tägliche Bewegungsimpuls oder solche Themen, auch die Privatwirtschaft mitnehmen auf das Thema, sind wir sehr stark dahinter und werden auch von eurem Haus hier sehr stark unterstützt, was großes Danke noch einmal, große Freude macht. Den Dank nehmen wir natürlich gerne an. Es ist wichtig und ich glaube, das mit dem Digitalen, mit dem Online, das zu verbinden mit dem Aktiven, ist sicherlich in der heutigen Zeit einer der wirklich ganz großen Wege, denke ich. Ja, genau. Wir müssen auf jeden Fall noch über die Faszination Sportwetten in Österreich sprechen. Da gab es letztes Jahr viele tolle Momente. Zum einen möchte ich Ihren persönlichen Sportmoment, vielleicht Ihren persönlichen Fußballmoment gerne wissen. Und zum anderen, wo hat man denn beim Wetten gesehen, das ist eingeschlagen, dieses Event, dieses Spiel, dieser Erfolg eines Österreichers, einer Österreicherin? Also letztes Jahr eindeutig, kann mich genau noch erinnern, fast einen Sessel zerdroschen im Moment, wie das Tor von Arnautović gegen Italien aberkannt wurde. Da waren Sie, glaube ich, nicht der Einzige. Nein, ich habe es überhaupt nicht gepackt. Da war so, wir haben mir das angeschaut auf einer Dachterrasse mit einer coolen Truppe. Und so eine Spannung und so ein wirkliches Dranglauben auch in der Mannschaft und wie die Italiener dann teilweise schwindlig gespielt wurden, das wäre noch drin gewesen. Aber ich war wahnsinnig stolz, weil es gab vorher berechtigterweise ganz viel Kritik, auch am Auftritt vom Team und vieles nicht gepasst. Aber wie die das dann hingezaubert haben und den kommenden, also den damaligen Europameister dann mehr oder weniger wirklich de facto an den Rand einer Niederlage gebracht haben, das werde ich so lange nicht vergessen, ja. Und vom Wetten her, dass wir das noch anschauen, was war da so ganz groß? Zum Beispiel Olympia hatten wir ja auch, war dann ein Jahr später, dank Corona, sagen wir so. Zum Beispiel mir fällt da die Radsportlerin Anna Kiesenhofer ein, die da ja wirklich in einem Husarenritt diese Goldmedaille beim Straßenrennen gewonnen hat. Hätte die jemand auf die Liste gehabt, wird auf sowas auch gewettet? Es wird schon gewettet, es ist nur so, dass Fußball absolut dominant ist im Wetten. Das hat sich historisch durchgesetzt. Ich habe auch damals geglaubt, ich kann Skifahren.
zu einer Wettsportart entwickeln. Die Kundinnen und Kunden fühlen sich im Fußball besser aufgehoben. Das hat sich historisch bei allen Buchmachern so entwickelt. Das ist kein österreichisches Thema, das ist weltweit so. Aber ja, so Olympische Spiele mit den Erfolgen, wie es jetzt zum Beispiel gerade war, hebt einfach die Grundstimmung. Das ist so wie Schönwetter in Kärnten, dann sind einfach alle gut drauf und der Urlaub ist schön. Also das ist jetzt momentan, dem Sport gegenüber sind sehr viele positive Vibes momentan im Umlauf. Dann schauen wir nochmal zum Fußball. Wir sind ja bei der Krone Fußballerwahl, das ist ja unser zentrales Thema heute. Ja. Die Yusuf Demir von Rapid zu Barcelona, David Alaba zu Real Madrid. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Welche Rolle spielen denn diese beiden Spieler zum Beispiel bei der Krone Fußballerwahl? Ja, ich bin gerade das Thema beim Yusuf Demir, glaube ich, da muss man jetzt wirklich ein bisschen respektvoll damit umgehen. Das ist ein wirkliches Jahrzehntejuwel. Und der Steffen Hoffmann, mit dem ich gut befreundet bin, hat mir das unlängst auch erzählt. Er hat gesagt, auf den muss man sehr genau eingehen, zuhören. Der steht jetzt wirklich am Scheidepunkt seiner Karriere. Kann ein wirklich ganz großer werden. Nur die nächsten ein, zwei Jahre werden entscheidend werden. Und gerade wenn solche Spieler im Ausland spielen, werden natürlich die Vereine, wo sie spielen, ob es der Demir in Barcelona war, der Alaba jetzt bei Real oder früher Bayern, das wird schon viel aufmerksamer verfolgt, merken wir auch beim Wettaufkommen. Ja, absolut. Okay, na, auf jeden Fall spannend. Haben Sie denn einen Tipp für den Fußball oder auch die Fußballerin? Zum Beispiel, wenn wir uns Sarah Puntigam anschauen, jetzt hat sie ja Nina Burger als Rekordnationalspielerin. Hätte sich absolut verdient. Super sympathische Dame, ja. Ein heißer Tipp. Ja, also, und vor allem nächstes Jahr ja auch bitte unter keinen Umständen zu vergessen, das Spiel also von Österreich gegen England im Wembley bei der Europameisterschaft, das wird ein absoluter Schwerpunkt. Und da müssen wir auch alle wirklich dazu was beitragen, dass das in der Öffentlichkeit auch so wahrgenommen wird. Ja, und sonst von den Spielern ist schwer einzuschätzen. Das ist natürlich auch durch Corona vielleicht nicht ganz so am Radar, wer im Moment in der Fanbeliebtheit vorne ist. Bei Rapid im Moment zum Beispiel ist sicher der Marco Krüll, der die letzte Leistung im Europacup war, wirklich outstanding. Also was der da auf der linken Seite aufgeführt hat, war wirklich wow. Ja. Und schauen wir mal, ob die Rapid-Community sich da auf einen Spieler einigen kann. Dann sind sie im Normalfall schon vorne. Aber bleibt spannend. Auf jeden Fall. Wir sind ja auch gespannt, wer es dann wird am Ende. Das sozusagen die Prognose zum Trainer haben wir schon Ralf Hasenhüttl genannt. Fußballerin haben wir jetzt auch schon durch. Das heißt, wir lassen dieses Thema mal und sind einfach gespannt, wofür sich die Leserinnen und Leser der Kronenzeitung entscheiden. Was mich aber noch besonders interessiert, ist ein Großereignis, die WM in Katar Ende des Jahres. Ungewöhnlicher Termin. Was halten Sie davon oder wie glauben Sie, wird sich das in den Wetten oder überhaupt in Österreich niederschlagen, dass ein Event so spät stattfindet? Wie ja, es ist für uns alles Neuland für uns und auch für unsere Buchmacher, auch von den Uhrzeiten. Das ganze Thema Katar ist natürlich sehr zwiespältig zu betrachten, aber ich glaube, so wie man es jetzt auch in Peking gesehen hat, man darf es durchaus kritisieren, man muss es aber dann auch professionell abhandeln. Es ist jetzt nicht unsere Verantwortung, die politischen Dinge so wirklich zu kritisch an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir werden uns professionell einstellen und natürlich für den Medienkonsum und auch für die Kundinnen und Kunden ist es eine ideale Zeit. Weil natürlich im Sommer normal um 14 Uhr ist man lieber im Bad als vor der Glotze und schaut sich ein Fußballspiel an. Das heißt, ich glaube, Interesse wird sehr hoch sein. Wenn Österreich dabei ist und Ende März entscheidet sich, dann kann das durch die Decke gehen. Und von den Einschaltquoten und vom Gesamtinteresse wird das schon eine super Weltmeisterschaft werden. Wobei ich sage, in anderen Ländern, anderen Kontinenten sehe ich so ein großes Ereignis lieber, als es jetzt in Katar ist. Was ist bei Salzburg noch möglich, um da noch einmal Das kann gehen in München. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden gehabt, der war echt lässig nach dem letzten Spiel. Der hat dann sofort 10.000 Euro gesetzt. Quote wird 8 sein, sozusagen falls Salzburg in München gewinnt. Und der hat dann gleich gesagt, er spendet auf jeden Fall die Hälfte vom Gewinn für den Salzburger Nachwuchs. Toll. Und es ist cool, also es erreicht. Und ich sage, die sind wirklich reif und die Bayern müssen sich da wirklich warm anziehen. Da kommt schon eine heiße Truppe, die ihnen in München das Leben schwer machen wird. Philipp Newald, ich sage danke für den Besuch im Studio. Wir könnten noch ewig plaudern, unsere Zeit ist leider um. Aber ich werde auf jeden Fall Sie gerne nochmal einladen, wenn wir dann schon genaueres wissen, wie geht es mit Österreich weiter im Playoff, was die WM betrifft. Dann natürlich die Fußball-WM in Katar. Spannende Themen, freue mich, wenn Sie uns wieder besuchen. Sehr gerne, besten Dank. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Boom, boom, boom.